So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Super Luigi Galaxy. Im letzten Part haben wir den Grumelu mal gefüttert. Und in dem Part geht's ab in die 40-Sterne-Galaxie. Das wäre die Spielzeug-Schachtel-Galaxie. Die ist sehr, sehr toll. Hoffe ich. An die habe ich aber noch gute Erinnerungen. Stählerner Koloss Robo Bowser. Da gab's auch ein paar Highlights im Stream von einem Jahr, zu Weihnachten, glaube ich, war das. Ja. Ich glaube, war 2012, ja. Könnt ihr auf meinen Kanal mal suchen, das wäre unter dritter Advent oder zweiter Advent oder erster Advent, Highlights oder so ähnlich, ne? Ihr werdet es schon finden, ich verlasse mich auf euch. Wird man eigentlich zerquetscht von dem Zug? Nee, aber die können einen richtig episch runterschubsen. Gut. Ich wollte rausfinden, Leute. Ich wollte rausfinden. Hat uns heute jetzt so ein bisschen Zeit gekostet. Warte, du nimmst uns mit. Captain an die Arbeit. Jo. Nee, Kapitän, nicht Captain. Und weiter geht's. So, hier gibt's wieder einiges an Sternteilen zum Abgreifen. Griefen. Meine. Und du bist weg. Die kann man ja zum Glück durch eine Stampfattacke töten. So, dann habe ich auch wieder genug Galaxy Parts auf Lager, wenn ich die Welt hier abgeschlossen habe. Aber da ja jeden Tag ein Galaxy Part kommt, naja. So, jetzt ist die Frage, was muss ich denn jetzt hier genau machen? Auf dieser Welt, da-dam-da-da-da-dam. Ich glaube, das hier rausschrauben. Dann haben wir irgendwas hier unten. Okay. Das hier reinschrauben vielleicht. Und dann geht's darüber. Okay. Sehr schön. Ich kann mich nicht beschweren. Und da muss ich irgendwie in den Käfig rein. Hä? Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber anscheinend geht's auch zurück aus dem Grund. Kann das nicht so falsch sein, was ich hier versuche. Ich glaube, ich habe da was gesehen gerade eben. Ey, ganz, ganz ruhig. So. Was gab's denn hier jetzt Schönes? Einmal außen rum und warum können wir hier was reinschrauben? Ah, dann bleibst du stehen und hinterlässt mir eine schöne Anzahl an Sternsplittern, die mir gleich ein extra Leben geben. Und dann geht hier der gute Käfig. Ah, ja, okay. Warum hat das gerade nicht funktioniert? Ich weiß es nicht. So, und weiter geht's natürlich direkt durch die Röhre, was auch immer das gerade war. Ich weiß es nicht. Und die Bleistifte haben hier einen schönen Weg aus Sternteilen gezeichnet. Das gefällt mir aber richtig gut. Und dann haben wir hier den Odin Metall. Irgendwie den Feder Luigi. Oh, episch. Den gab's ja hier in der Galaxy, die letzte Fähigkeit irgendwie in Galaxy, oder? Ist das irgendwie so? Ja, ich glaube schon, der letzte Pilz in Galaxy ist das. Richtig gut, gefällt mir auf jeden Fall. Da-da-da-da-dam-da-da-dam. Was redet denn der eine Typ damit? Jetzt wird schwierig, Alter, guck mich an, wie ich hier durchrenne. Unglaublich! Also, wenn das schwer ist, dann hat der noch nie, keine Ahnung, Kaiser Mario gezockt. Oder nee, Kasmar ist jetzt auch nicht schwer, das ist nur können. Also wenn du es kannst, dann, ne? Ein bisschen auswendig lernen, ein bisschen Safe Staten und so weiter. Also ohne Safe State wäre es auch ein bisschen schwieriger, aber. Ihr könnt ja eine Videoantwort hier in dieses Video schicken, wie Kaiser Mario ohne Safe State durchzockt. Vielleicht ist ja einer so krank. Gut. Ich will mich ja nicht über meine Abonnenten lustig machen. Es gibt bestimmt jemanden, meinen Abonnenten da draußen, der das kann. Auf jeden Fall will ich da in das Ding da rein, in die Glasflasche. Denn da ist mein Teleporter. Und da ist auch schon Robo Bowser, auch wenn er nicht wirklich aussieht wie so ein Robo Bowser, aber gut, gut. So, und jetzt müssen wir den hier erstmal erklimmen und ihn schön auseinandernehmen, würde ich sagen. Oder zusammenschrauben? Hä? Ich verstehe es nicht. So, einmal hier rüber. Reingeschraubt und weiter geht's.
Hier müssen wir rausschrauben. Jo, wir töten gerade Bowser, Freunde. So sieht das in dem Spiel aus. Das grande Finale in diesem Spiel. Wir töten Robo Bowser. Was willst du? Ruhe! Hä? Ah, okay, so komme ich jetzt hier rein. Und dann natürlich hier in die Röhre. Ganz, ganz klar. Und da sind zwei gute Freunde. Oh, hier hat es das Highlight gegeben. Genau hier, hier bin ich episch runtergefallen irgendwie. Ich habe keine Ahnung wie, aber guckt euch einfach das. Nee, so nicht. Noch ein bisschen anders bin ich da runtergefallen. Sternteile, wuh! Da wollte ich auf den Arm, glaube ich. Komm, auf den Arm, Luigi, danke. Und jetzt nur noch überleben, nur noch überleben. Wieder hier eine Stufe hat auf seinen Arm, als ob wir hier wirklich eingeladen sind. Naja, weg mit den Armen, würde ich sagen, den braucht doch keiner. Und weiter. Oh, da zerfällt der gute Bowser. Schon in tausend Teile. Dum, dum, dum. Ich verstehe nicht, warum müssen wir den armen Bowser immer zerstören? So ein Bowser-Spielzeug wäre schon geil, muss ich schon sagen. Ich hätte nichts dagegen, gegen so ein Bowser-Spielzeug. Oh, die sind ja alle eingesperrt, scheiße! Luigi, beeil dich! Scheiße. Das kriege ich auch so hin! Wow. Wow, ich glaube, die sind alle tot. Ne, natürlich haben sie es überlebt. Es ist ganz klar. Nintendo, yay. Mein Stern. Aber ganz beschädigt sehen sie immerhin aus. Gut, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall gefallen. Die Welt ist geil und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es in dieser Welt weitergeht. Bis dann, meine Freunde, und tschüss. 80, yay.